Das ist unser Mentoring. Wir sprechen heute darüber, was du mit dem Mentoring dann machen kannst, sprich, was du danach kannst. Und glaub mir, es geht nicht darum, wie du 1000% am Tag erwirtschaftest, weil das ist kein Börsenhandel. Das hat nichts mit Trading zu tun. Okay, also erst einmal, was kannst du denn nach unserem Mentoring? Du kannst die Institutionen finden. Wieso? Naja, was wir tun ist, die Institutionen machen etwas. Irgendetwas machen die Institutionen. Schön und gut, das bringt uns erst einmal gar nichts, weil wir müssen die Institutionen finden und genau deswegen ist es ja so toll, dass die Institutionen irgendwas tun und wir dann das finden können. Und genau darum oder genau das ist das, was wir auch in der was wir hier tun werden. Das heißt, wir wollen finden die Institutionen durch Manipulation, ganz klar durch Liquidität, das ist vollkommen klar und das Volumen kann uns natürlich dabei helfen. Das alles bringt uns eine Sache. Wir können Institutionen finden. Und wenn wir sie finden, dann können wir darauf etwas formulieren, was wir dann handeln können, sprich im Nachgang. Nie vorher, bitte, weil wer vorher handelt, ist nur ein Liquiditätssteller. Und wir wollen natürlich nicht die Liquidität stellen, sondern was wir wollen natürlich mit denen handeln, also mit den Institutionen und auf gar keinen Fall denen irgendetwas geben, also sprich Liquidität. Gut, was bringt dir dann das Ganze, wenn du Institutionen finden kannst? Also erst einmal, du handelst in die Richtung der Institutionen. Das spricht, du handelst mit dem Großteil des Marktes. Achtung, Forex-Markt, ich spreche jetzt über den Forex-Markt, weil da komme ich her und wir sprechen erstmal nur von dieser Seite. Das heißt also, du handelst mit dem Großteil des Marktes. Die machen den Großteil des Marktes aus. Sprich, es macht gar keinen Sinn, sich auf irgendwelche Strategien wie Bollinger Band, MACD oder was es dann alles gibt, zu stützen, weil die machen nicht den Großteil des Marktes aus. Die machen einen super kleinen Anteil aus, die definitiv nicht gut informiert sind. Die Institutionen dahingehend, die sind gut informiert. Die sind richtig gut informiert. Die geben sehr, sehr, sehr viel Geld aus für Research, für Trader, für Analysten und, für Programmierer heutzutage wegen den Algos. Die sind informiert, die haben Geld, nicht nur Geld, was sie verwalten, nein, sondern auch noch Geld, was sie einsetzen, um besser informiert zu sein. Besser ist es also, mit diesen zu handeln, mit denen zu handeln und nicht mit irgendwelchen 0815 Tradern, was keinen Sinn ergibt. So, weiter, du handelst nach einem bestimmten Plan, weil du darfst natürlich nur dann handeln, wenn du auch siehst, wo eine Institution ist und dann muss auch wieder eine gewisse Logik erfüllt worden sein, sprich ein Verständnis muss vorhanden sein. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, was viele unterschätzen, aber hier geht es um unsere Psyche, ist, du handelst mit einer Gewissheit, dass das das Richtige ist. Das Problem oftmals beim Handeln, unabhängig, was man jetzt für eine Strategie hat, ist oftmals, dass man nicht selbst an seine Sache glaubt, an sich glaubt oder an seine Strategie glaubt, einfach nur, weil es mehrmals schief geht. Und das ist natürlich ein Riesenproblem und das führt oftmals zu Verlustzählen und man wechselt von einer Strategie zur nächsten, also Strategie, nächste Strategie, nächste Strategie, nächste Strategie, einfach nur, weil man natürlich den Glauben an diese Strategie verliert und dann nimmt man die nächste. Das ist natürlich super schlecht. Das ist dann Strategy Hopping, bringt einem gar nichts. Hier handelst du mit einer Gewissheit, du verstehst, was am Markt passiert und dementsprechend glaubst du viel stärker an dich und an die Sache. Okay, man darf das Ganze aber nicht verwechseln. Also das, was ich hier ausbilde, das Mentoring, was ich hier betreibe, das darf man wirklich nicht verwechseln mit 1000% am Tag machen. Ja, ich übertreibe hier natürlich wieder maßlos, aber es geht darum, ich will zeigen, dass das ein Beruf ist. Das ist nicht, oh, ich komme hin und mach Klick und kann das jetzt. Was ein Schwachsinn. Viele glauben immer wieder, oh, ich gehe an die Börse und ich tue aber mal ein bisschen hier rumdrücken, da ein bisschen herumdrücken. Null. Komplett weit davon gefehlt. Das hat überhaupt nicht damit zu tun. Es geht hier um einen Beruf, der ausgeführt werden muss. Und ihr handelt gegen andere, die das berufstätig tun. Hobbymäßig kann man das hier nicht sehen. Zum Beispiel stellt euch vor, einer, der Schlosser gelernt hat, der geht auch nicht von heute auf morgen hin und sagt, ach ja, jetzt bin ich mal Schlosser. Nein, der muss erst mal jahrelang trainieren, der muss erst mal hingehen, muss sich selbst perfektionieren, muss Sachen erlernen und immer wieder daran arbeiten. Dann wird daraus etwas. Aber einfach mal so, ich gehe los und fertig, das funktioniert nicht. Genauso hat auch das Mentoring nichts damit zu tun, dass ihr immer und immer wieder die perfekten Hoch- und Tiefpunkte trifft, um einzusteigen und auch auszusteigen. Ist gar nicht möglich, können wir gar nicht. Wir können nur das warten, was eine Institution tut, dann danach fangen wir an zu reagieren auf die Institution. Sprich, die Institution gibt uns Informationen, die wir nutzen können. Das ist es, was wir tun. Aber wir sind doch nicht perfekt am Hoch- und am Tiefpunkt. Das ist Augenmalerei, das gibt es gar nicht. Das ist unmöglich, weil nur derjenige, der quasi so viel Geld hat, der die Märkte bewegen kann, kann
zu den besten Punkten einsteigen, weil er einfach eine Limit hinlegt, die unendlich groß ist und dann dementsprechend der Markt da nicht drüber kommt. Somit hat er den besten Punkt. Das geht nicht. Wir können das nicht als Retail. Das ist schlichtweg unmöglich. Dennoch wird es immer wieder versprochen. Okay, immer die richtige Richtung erraten. Ebenfalls nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass wir sagen, oh, wir haben die perfekte Richtung und finden sie immer wieder und zu jedem Tag und zu jeder Stunde. Du musst nur den Laptop aufmachen und schon hast du alles, was du brauchst. Schon bist du in der richtigen Richtung positioniert. Ebenfalls Träumerei. Kann nicht funktionieren. Nur weil wir jetzt zum Beispiel an einem Mittwoch um 15:40 Uhr an den Markt gehen, also unseren Laptop aufklappen oder unseren PC anmachen, wie auch immer, und dann genau jetzt hier ist perfekt der Einstieg. Nein, natürlich nicht. Das hat überhaupt nichts mit Börsenhandel zu tun, sondern man muss warten, bis seine Setups oder, ja, Setups ist ein doofes Wort, sondern bis seine Logik greift. Aber nicht, dass ich genau dann, wenn ich an den PC komme, genau dann ist alles perfekt. Natürlich nicht. Und ja, reiserisch, aber am Strand Geld zu verdienen. Nein, natürlich nicht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Nochmal, Institutionen geben Millionen über Millionen aus für Trader, Analysten, Algos, also Entwickler, Programmierer, um ahead zu sein, also um vor allen anderen zu sein. Wie kann man da denken, dass ich einfach am Smartphone sitze, am Strand und kann ein bisschen hier drauf drücken, da ein bisschen drauf drücken und verdiene mein Geld? Das ist natürlich alles gelogen. Okay. Dein Leitfaden ist die Institution. Sprich, was du hier erlernst, ist, du lernst, was eine Institution überhaupt machen muss. Was muss sie denn überhaupt machen, um in die Märkte zu kommen? Da betrachten wir natürlich Buy und Sell Side. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Hier geht es nicht um Long und Short, sondern das hat was ganz anderes. Also ist was komplett anderes. Dann lernst du, wie die institutionelle Analyse funktioniert, also wie wir eine institutionelle Analyse betreiben, um dann nach einem bestimmten Plan zu handeln. Plan. Ich könnte auch sagen, nach einem Verständnis zu handeln, ist vielleicht besser, weil wir wollen die Märkte ja verstehen, weil sie sind jedes Mal anders. Aber man kann verstehen, was hier passiert. Man kann verstehen, was eine Institution tut. Man muss es sich nur erarbeiten. Gut. Dann lernst du weiter im Blickwinkel, also die Märkte aus dem Blickwinkel der Institution zu sehen. Das geht ganz, ganz stark darauf zurück, was sie überhaupt brauchen, dass sie handeln können, was sie überhaupt machen müssen. Das geht hier einher. Also das korreliert hier zusammen. Und dann natürlich lernst du noch als Trader, dass es dir vollkommen egal ist, ob ein Markt steigt oder fällt. Du folgst letztlich anderen. Du kannst nicht selbst entscheiden. Du folgst den Institutionen. Wir selbst sind nichts. Wenn die Institution sagt, sie wollen Long rein, dann wollen sie Long rein. Wenn sie sagen, sie verkaufen, dann verkaufen sie. Punkt. Basta. Hier gibt es nichts anderes. Es geht nur so. Wir selbst können nicht entscheiden. Also ja, wir können entscheiden, was wir machen wollen, aber wir haben keinen Einfluss auf die Märkte. Die Institution sehr wohl. Dementsprechend folgen wir denen und nicht, was wir so wollen. Okay. Das Mentoring ist also für alle, die verstehen wollen. Für alle, die verstehen wollen und nicht und absolut akzeptieren, dass sie keinen großen Einfluss haben. Wir können keinen Einfluss haben, sondern wir müssen denen folgen, die einen haben. Das ist das, was uns erfolgreich macht. Uns macht nicht erfolgreich, weil wir eine eigene Meinung haben und sagen, ja, meine Meinung, die ist jetzt die richtige und die ziehe ich jetzt durch bis zum Umfallen. Das bringt nichts. Das wird nichts bringen, sondern wir müssen schauen, wer beeinflusst denn die Märkte? Wer macht die Märkte? Aus was bestehen denn die Märkte? Da ansetzen, denen folgen. Nicht, was wir wollen. Nur weil unser MACD sagt, wir müssen kaufen. Uninteressant. Absolut uninteressant. Weiterhin ist das Mentoring für alle, die keinen irgendwie einen Videokurs haben wollen, wo 0815 irgendwas erklärt wird, sondern es sind Live-Webinare, wo auch die Fragen gestellt werden können. Ich werde sogar jeden ermutigen, Fragen zu stellen, damit man einfach tief in die Materie eindringt. Mir geht es um das Verstehen und dann mit diesem Verstehen etwas machen zu können an den Märkten. Und zwar sich Positionen erarbeiten zu können. Es geht mir nicht darum, dass ihr irgendetwas lernt wie Linie 1 kreuzt Linie 2 oder ich habe irgendeine. Ein Rechteck und dieses Rechteck sagt mir, jetzt soll verkaufen. Nein, es geht um das Verständnis, was passiert. Und das ist was Dynamisches, was absolut Dynamisches. Es hat nichts mit zu tun, ich lerne irgendwas auswendig und fertig. Nein, es geht darum, wirklich tief zu verstehen, was die Märkte denn bewegt und antreibt. Darum wird es gehen. Also sprich, wir machen hier Live-Webinare, die mache ich auch selbst und dementsprechend wird das Ganze auch kontrolliert, was hier passiert, weil es gibt auch ständig Hausaufgaben. Gut. Wieso kann ich sowas anbieten? Auch darüber sollten wir kurz sprechen. Ich war Junior Trader bei einer Institution, aber halt nur Junior Trader oder Händler auf der Buy-Side, muss ich auch dazu sagen. Nicht Sell-Side, sondern Buy-Side.
Es ist nichts Besonderes. Viele denken immer, oh, das ist jetzt, oh, er war institutioneller Händler. Ja, war ich halt, aber nur Junior-Händler. Ist jetzt nichts Großartiges, aber man kriegt halt einiges mit. Und zwar, wie man in die Märkte reinkommt. Denn die Junior-Händler hatten nichts anderes zu tun. Die haben gesagt bekommen, mach ABC und dann musste ich ABC machen. Hieß zum Beispiel, kauf 10.000 Lot Euro Dollar und komm in den Markt rein zum Pi mal Daumenpreis von XY. Und das habe ich dann umgesetzt. Sprich, diese Umsetzung, die ich damals gemacht habe, das ist genau das, was mich heute halt befähigt, das Ganze auch auszubilden und dementsprechend ist recht punktgenau zu handeln. Da ich selbst früher auf der anderen Seite war, um das machen zu müssen, also reinzukommen, kann ich heute sehr, sehr gut meine Freunde, so nenne ich es immer, finden. Und das ist der Grund, warum ich das Ganze überhaupt anbieten kann und warum ich das Ganze auch mache. Es macht auch einfach Spaß, auszubilden, aber ich verfolge natürlich auch ein Ziel damit. Aber das lernt ihr später. Gut, dann. Für den Juni, für die Ausbildung im Juni haben wir noch ein Spezial, einfach nur, weil das gerade so wichtig ist. Und zwar alle, die im Juni-Team 2022 sind, die kriegen noch on top zu der Ausbildung ein Index-Trading. Das heißt, es geht um viel, viel Wissen, was die Indizes ausmacht, aus was sie bestehen, wie sie reagieren, auf wen sie reagieren, was man damit machen kann, wie man das handeln könnte, kurzfristig sowie langfristig. Darum soll es hier gehen und es ist ein Special, was es erstmal nur in der Juni-Ausbildung gibt, einfach nur, weil es gerade so wichtig ist. Ich meine, wir sehen, was passiert, die Märkte fangen an abzubrechen, rechts und links fangen sie an runterzukommen, also sprich zu crashen und dementsprechend ist das sehr, sehr wichtig, dass wir einfach darüber mal sprechen, weil das ist zusätzlich zu dem sonstigen Verständnis oder zu unserem sonstigen Mentoring, was wir tun. Ist aber, wie gesagt, einfach nur in der Juni-Ausbildung. Und wenn du sagst, du willst dabei sein, dann ist das ganz, ganz einfach. Hier ist unsere Homepage und dann gehst du einfach auf die Homepage, gehst auf Mentoring, wie du siehst, zum Erstgespräch, sprich du klickst hier rein und ja, dann war's das schon. Dann machst du das Erstgespräch, das ist for free, kostet nichts, also keine Angst. Und dann wird entschieden, ob das Ganze funktioniert oder nicht funktioniert. Und der Start ist der 1.6., ne, also Juni. Alles klar, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche noch eine entspannte Woche und wir hören uns wieder. Bis dahin, ciao, ciao.